So, ist schon wieder mitten am Tag. Ich starte meinen Vlog ein bisschen später. Ich stehe jetzt hier, wir sind gerade auf den hinteren Feldern, rechts von mir das NXL-Feld, was eigentlich das morgen Sonntag zum 10-Mann auch nur aufgebaut wird. Und ich habe jetzt hier jemanden aus der U19, die Lea. Lea spielt noch nicht lange Paintball, wahrscheinlich geht er nicht offiziell. Erzähl mal für dich, wie war es für dich? Geil. Ich meine, die NXL ist super fancy und es sind Paintballer. Paintballer sind immer geil, weil die sind alle bekloppt. Also. Und sonst spielerisch, ich meine, als für die Nationalmannschaft spielt das ja auch schon ein bisschen was Besonderes, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch echt glücklich, dass es dieses Jahr eine U19 gab, weil letztes Jahr gab es da keine. Ich hätte dann zweimal spielen können. Nee, aber ich bin echt froh, dass es eine gab, weil sonst wäre ich, glaube ich, echt traurig gewesen, dass ich die Chance nicht hatte, obwohl ich schon so jung angefangen habe zu spielen und dann die Nation, das wäre halt schon gut gewesen. Und wie ist es für dich, Freunde? Was sagen die dazu, wenn die nichts mit Paintball im Hut haben? Die feiern es, weil ich das halt auch, okay, sie finden es teilweise doof, weil ich halt jedes Wochenende komplett weg bin. Okay. Also ich bin wochenendes nicht erreichbar. Gehst du dann immer in den Puff? Oder wo trifft man dich dann? In der Paintball-Arena, bei Dennis hauptsächlich. Okay. Da bin ich mit Chaos Division immer. Und sonst Puff, mal in Solms für irgendwelche Events oder was auch immer. Und wo spielst du, wenn du nicht Nationalspielerin bist? Bei Chaos Division. Okay. Diese Saison habe ich in der Landesliga gespielt, in Karlsruhe. Und nächste Saison wird dann geklärt, sobald wir unsere Jahresabschlussfeier haben. Okay, aber das heißt, wir werden dich noch wiedersehen? Auf jeden Fall. Bleib dran, habt ihr gehört. Vielen Dank. Danke, Harry. Danke. Schmeckt es? Mhm. Oh Gott. Ich melde mich mal wieder. Diesmal von Dai. Und was soll ich sagen? Hey, Dai ist auf der NXL. Erste Mal dieses Jahr mit dem Stand. Ich freue mich, Knorke. Heimlich habe ich ja schon gesehen, dass Techniker manchmal so inoffiziell da waren, aber davon weiß ich gar nichts. Ansonsten, gib mal ein kleines Statement. Wie war's bis jetzt hier? Wunderschönes Wetter. Ich würde es allen weiterempfehlen. Kommt vorbei morgen, wir haben noch auf. Sonne scheint, Boden ist trocken. Ansonsten, wie ist die Reaktion, dass ihr jetzt mit dem Stand hier seid? Durchweg positiv. Durchweg positiv. Ja. Neue T-Shirts, neue Jerseys, neue Hosen, Sonder-Limited Edition, Knarren von Russian. Erzähl mir was, Iron du spielst sie doch auch. Erzähl mir was ein bisschen zu M3 Plus, du spielst sie doch, oder? Ich habe keine Ahnung vom Paintball. Tut mir leid. Tut mir leid. Das macht nichts. Ja. Was zeichnet sie aus, deiner Meinung nach? Ganz ehrlich, das muss man auch so sagen. Die M3S hat mir gar nicht gefallen. Die M3S Plus, Tag und Nacht. Tag und Nacht. Also ich meine, wir hängen ja auch viel mit Lux-Teams rum und Planet Clip-Teams. Die Knarren sind alle High-End, die laufen alle durch und durch. Aber ja, die M3S, da bleiben wir bei. Super. Auf jeden Fall. Ja, super Ding. Und gibt es dann auch eine spezielle Breakout Edition nächstes Jahr mit Gravur? Vielleicht. Mit Gravur. Also mit einem Sonderlehrer. Mit so einem Knauf-Logo drauf. Ich meine, schau mal hier. Das wurde gemillt. Gemillt? Gemillt, also gefräst. Fett das Logo reingemilft. Voll fett. Stempel. Oh Scheiße. Ich hoffe, meine Lady hört das nicht. Ja, das ist wirklich viel Scheiße. Also. Ansonsten, nur mal so unter uns Männern. Wie lange tragt ihr schon mit euch rum und wann habt ihr das letzte Mal einer was gekauft? Vor ungefähr 2 Stunden. Ein Trostkauf? Oder so richtig so, wow, genau das wollte ich schon immer haben. Das ist immer der Mitbringselkauf oder der Töchterkauf oder der bessere Hälftekauf. Bessere Hälfte kaufen. Ich weiß nicht, ob ich meine damit überzeugen kann. Natürlich. Ansonsten, was geht heute bei euch am besten? Regenschirme. Regenschirme. Beziehungsweise keine Regen, sondern Sonnenschirme. Heute sind Sonnenschirme. Sonnenschirme. Heute Sonnenschirme, morgen Umfunktion. Die haben 2 Funktionen. Die haben so einen kleinen Drehknopf unten für Sonne und für Regen. Habe ich gehört. Oh, und da kommt Woody. Woody, jetzt wird's lustig, Woody kommt. Wer Woody nicht kennt, der hat die Welt verpennt. Eskaliert. Woody, beschreib dich mal selber in 3 Sätzen. Behindert, glücklich, dreckig. Da war jeweils ein Punkt hinter, darum waren es doch 3 volle Sätze. Ja, langsam. Ich freue mich jetzt noch auf den Nations Cup. Die Frauen haben ja die Amerikanerinnen in einem Herzschlag-Halbfinale geschlagen. Ich fand's hammergeil. Da geht es gleich um Platz 1. Unsere Damen können Gold holen. Ich würde mich so freuen, wenn ich am Ende von diesem Vlog sagen könnte, die Damen haben Gold geholt. Die sind die besten Frauen im Paintball, die es auf der Welt gibt. Und ich bin gespannt. Drückt die Daumen, falls ihr das im Nachhinein seht. Also,
6. Ihr wisst schon. So, Profeld, Finale, Damm, so rum. Das war die Rückseite, Steiner. Schauen sie nicht gut aus. Habt ihr eure Jerseys alle noch mal gewaschen? Was ist denn hier los? Die spielen jetzt gegen Russland um Platz 1. Das wird geil. Ich sag nur Gold. Grüße in die Heimat. Grüße an meine Leib. Hallo Mutti. Hallo, hallo. Telefon. Für dich hier. Hallo? Auf Ruhe gehen. Ich glaube, das wird geil. Edelmetall, auf jeden Fall Edelmetall hier. Und da der Akku meiner GoPro leer geworden ist, nehme ich euch jetzt mal mit meiner Kamera aufs Feld. Es steht 3:1 gegen Deutschland, das heißt die Russen führen. Es sind noch ungefähr 1 Minute 39 auf der Spieluhr und damit ist noch alles offen. Ja, in den letzten 30 Sekunden ist jetzt noch eine Flagge gegen die Deutschen geflogen, eine rote Flagge, das bedeutet Automatic Point für die Russen und damit steht es 4:1. Das bedeutet Silber für die deutschen Damen, damit sind sie Vize-Weltmeister, was schon eine sehr coole Aktion ist. Ich hätte ihnen gerne den ersten Platz gegönnt, das war ein harter Fight und sie haben sehr gut gespielt, sie sind echt von Jahr zu Jahr nochmal besser geworden. Ja, die deutschen Herren haben auch noch gespielt, die Veteranen, die haben den 4. Platz gemacht, die haben das kleine Finale gewonnen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, bis dahin, ciao und tschüss, euer Chris. Und nun ist die Zeit, meinen Patreon-Unterstützern mal wieder Danke zu sagen. Danke Markus Kless, danke Tim, Bertel, Erik, Adrian, Paint Attacks, Partyfrosch, Sven, Steven, Rick und Roy. Danke auch Ben, Steven, Martin und Matthias. Ohne euch wäre diese Arbeit etwas komplizierter. Wenn auch ihr mich unterstützen wollt, dann geht doch mal auf www.patreon.com/paintballchannel. Dort findet ihr viele Möglichkeiten, mich etwas zu unterstützen. Und falls euch dieses Video gefallen hat, wir haben noch jede Menge mehr auf unserem YouTube-Kanal. Bis dahin, ciao und tschüss, euer Chris.